Willkommen zurück zu Turmoil, der zweite Teil vom Spieltest. Und wir setzen einfach die Kampagne fort. Und falls ihr die erste Folge noch nicht gesehen habt, dann schaut sie euch auf jeden Fall an. Das haben wir schon in der letzten Folge gelesen. Wir beginnen gleich damit, ein bisschen Öl abzubauen, beziehungsweise zu fördern. Und dazu setzen wir hier zwei Wünschelroutengänge hin. Und fünf kleine Pferdchen. Beschleunigen ein bisschen die Zeit. Da haben wir direkt Öl. Das Öl liegt ziemlich tief. Aber wenigstens haben wir jetzt Öl. Das verkaufen direkt für einen mittelmäßigen Preis. Und dann setzen wir direkt ein kleines Silo hin, weil die Preise immer schlechter werden. Oh, das ist schrecklich. Die Wagen laufen voll. Ich werde wohl doch ein bisschen Öl verkaufen müssen. Für 80 Cent, das ist schrecklich. Setzen wir zwischendurch noch zwei Wünschelroutengänge hin. Oh, perfekt dran vorbeigegangen. Können wir das noch verbessern? Nein. Gerade so nicht. Da haben wir zwei weitere Ölfelder. Gehen wir mal darüber. Ich weiß jetzt nicht, ob es oben... Ah, es ist unten. Sehr gut. Dann können wir einfach die... Linie, die wir da schon haben, weiterverwenden. Können wir es hier vielleicht... Ja, sehr schön. Dort gibt es ein weiteres Feld. Ich habe gar nicht auf den Preis geachtet. Der ist jetzt extrem niedrig. Schmeißt Pferde drauf. Schmeißt Pferde drauf. Oh mein Gott, ich habe gar nicht drauf geachtet. Die sind übergelaufen. Kauft so viel Öl, wie ihr könnt. Ah, das hat es tatsächlich nicht berührt. Das Ölfeld. Ist aber auch ein ziemlich kleines Ölfeld, muss man sagen. So, der Preis auf der rechten Seite sinkt wieder. Aber ich glaube, wir können es jetzt einfach auf die linke Seite senden. Ich packe mal noch zwei Wünschelroutengänge hin. Oder auch nicht, die Zeit ist fast vorbei. Ja, nee, das wird nichts. Nee, da haben wir nicht genug Zeit. Und wir beenden einfach die Zeit. Okay, da wären einige gigantische Ölquellen gewesen. Ja, das war nicht so gut. Wir haben einiges an Strafen zahlen müssen, weil Öl ausgetreten ist. Aber wir schlagen uns eigentlich ganz gut. Wir sind auf dem zweiten Platz. Hey, willkommen in meiner Bar. Mach es dir bequem und misch dich unter das Volk. Vielleicht hat jemand ein interessantes Angebot für dich. Daphne mit ihrem Saloon. Und hier haben wir Kyle und Barney. Kyle hat hier ein recht interessantes Angebot. Left Inc. wird den Preis nicht unter 1,3 Dollar setzen. Ganz interessant, aber ich weiß nicht, ob wir genug Geld dafür haben. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Ja. Und da haben wir uns schön weit verteilt. Ich bräuchte 2000 noch. Oh, das wird ganz knapp reichen. Ja, wir haben jetzt hier 2061 übrig. Und damit haben wir nur noch 2000. Nur noch 61, meinte ich. Das heißt, der Preis links wird immer extrem hoch bleiben. Auf 1,3. Ja, noch ein Pferd. Da haben wir direkt Öl. Das läuft doch super. Ah, ganz knapp. Ganz knapp dran vorbei. Und wir können es natürlich nicht bauen. Danke.
Dann beschleunigen wir ein bisschen die Zeit, verbessern das hier. Und jetzt noch ein paar Pferdchen. Und einen Wünschel-Routengänger. Rechts ist aber der Preis deutlich besser als links. Verkaufen wir dort mal ganz kurz. Und irgendwo dort unten gibt es noch mehr Öl. So, verbessern wir das mal. Oh, wir haben es auch direkt getroffen. Das heißt, das verbessern wir auch wieder. Ich glaube nicht, dass ich ein Silo hinsetzen werde. Wir haben hier diesen optimalen Preis. Daher wahrscheinlich nicht. Da haben wir noch mehr Öl. Und das scheint ein recht großes Feld zu sein. Ja, ein ziemlich großes Feld könnte man sagen. Oh, warum verkaufen rechts? So, verkaufen links. Wieder für die ziemlich guten Preise. Und unten gibt es noch weiter Öl. Es kann sein, dass ich daran vorbeigegangen bin. Ich bin garantiert daran vorbeigegangen. Wir müssen jetzt hier irgendwie noch eine Ölbohrplattform hinstecken. Da ist es. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. Keine Ahnung. Kann nicht zählen. Dann verkaufen wir mal noch ein bisschen mehr. Da ist Öl. Ich glaube, diesmal läuft es deutlich besser als beim letzten Mal. Da ist das Öl. Direkt die Rohre wieder verbessern. Komm schon, zoom ran. Und dann gehen wir auch hier nach unten. Ja, das Öl liegt ziemlich tief. Wir verkaufen mal ganz kurz rechts. Alle nach rechts. Das war es nicht. Aber das Ölvorkommen ist sehr groß. Wir könnten auch einfach das hier verbessern. Da ist das Öl. So, dann schauen wir mal. Ich glaube, es gibt aber kein Öl mehr. Doch, da hinten. Irgendwo. Wechseln wieder mal nach links. Da haben wir das Öl. Ist gerade ein bisschen im Weg. Und so, dann wird es klappen. Vielleicht schiebe ich das irgendwann mal irgendwo anders hin, aber momentan ist hier ganz gut aufgehoben. Ich glaube aber jetzt gibt es kein Öl mehr. Ne, es sieht nicht so aus, der geht immer näher an den Rand, wobei der ist sich auch nicht ganz sicher, wo er hin will. Ja, okay, er geht immer dichter an den Rand, der ist weg. Heißt, wir können es rückgängig machen. Wir haben noch 666 zurückbekommen. Und wir haben einiges an Öl verpasst. Egal, wir haben 30.000 und einen Bonus für vorzeitigen Rückzug. Und 30.000, das ist im Vergleich zu den beiden davor richtig, richtig gut. Ja, wir haben das Dreifache von Ricardo wieder. Ja, Bürgermeister-Tipps. Relativ unwichtig, sag ich jetzt mal. Ah, da haben wir 71 Cent, da haben wir 73 Cent, das ist schrecklich. Da mache ich nichts von. Aber wir nehmen jetzt erstmal die Landauktion hier. Wir haben einen ziemlich guten Boden abbekommen. Ich glaube, ich setze es einfach hier hin. Dort lief es ziemlich gut. Die holen sich ein paar Upgrades. Ich glaube, das mache ich auch. Das hier auf jeden Fall, das ist unglaublich wichtig. Nämlich können wir damit die Wagen quasi größer machen, dass sie mehr Öl enthalten. Dann können wir noch knapp 13.000 ausgeben. Tiefe 3 wäre unglaublich wichtig. Aber ich glaube, dazu habe ich nicht genug Geld. Oh, Verzweigung. Verzweigung 2, das ist unglaublich wichtig. Wir können damit quasi an diese einzelnen Knoten
mehr Rohre dran machen und können damit quasi weniger Ölbohrplattformen bauen, aber mehr hier Ölfelder damit abdecken. Das passt perfekt. Und dann gehen wir einmal weiter. Das ist vielleicht auch das Letzte für die Folge. So, 5 Stück. Und ihr seht jetzt hier, gibt es auch dieses Upgrade oben rechts, womit wir die Wagen verbessern können. So, wo gibt es das Öl? Da gibt es Öl. Okay, es ist ziemlich tief. Oh wow, es ist ganz unten. Gehen wir nach rechts. Dort gibt es bessere Preise. Und dann brauchen wir ein bisschen Geld. Bitte. Danke. Und dann sollten wir gleich ziemlich gut vorankommen können. Wir holen noch eine Ölbohrplattform, haben aber nicht genug Geld, um ein paar Rohre zu verlegen. Wir sind wieder direkt vorbei, aber diesmal machen wir das so. Dann setzen wir dort ein Silo zwischen. Passt nicht. Egal, dann packen wir es eben dorthin. Das rüsten wir einmal auf, damit wir mehr Lagerraum haben. Warten wir darauf, dass die Preise ein bisschen besser werden. Links steigen sie jetzt langsam. Ich würde das dort gerne verbessern. Danke. Und eigentlich ein paar mehr Pferde, falls nicht schaden kann. Und sagen wir 3. Komm, wir haben jetzt gerade so eine richtig gute Zeit. Es läuft richtig super. Wir verbessern die Wegen einmal. Dann haben wir da noch ein bisschen mehr. So, da haben wir noch mehr Öl. Ich glaube, ich gehe von hier weiter. Ein bisschen Glück finden wir es. Ah, perfekt. Das lief super. Da haben wir noch mehr Öl. Da mache ich jetzt aber auch eine neue Ölbohrplattform. Oh mein Gott, wie tief liegt das Öl. So, da machen wir einen zweiten Arm quasi hin. Der Preis sinkt links. Aber es sieht auch nicht so aus, als würde er rechts steigen. Wir versuchen es einfach mal. Auf jeden Fall brauchen wir mehr Silos. Na, ja, der Preis steigt rechts auch nicht. Fällt tatsächlich wieder ab. Wo ist das Öl? Wir können 2 neue Wünschelroutengänge hinsetzen. Da ist das Öl. Sehr schön. Dann machen wir mal überall Upgrades. So, hier haben wir noch Platz für ein Silo. In der Mitte leider nicht. Man muss das vielleicht ein bisschen strategischer aufstellen. Und die Wagen laufen voll. Wir müssen einfach ein bisschen Geld, bisschen Öl verkaufen. Wenn der Preis schrecklich ist. Wir haben einfach nicht den Lagerplatz. Wir finden auch nicht wirklich mehr Öl. Ich glaube, ja, das war's. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Bei Öl austritte. So, verkaufen links. Schleunigen die Zeit. Oh Mann. Ja, ich habe es ein bisschen zu spät gestartet. Auf jeden Fall läuft da so viel Öl gerade entlang. Ich glaube, wir hatten ein paar kleinere Ölaustritte, aber es sollte nicht allzu schlimm sein. Oh, wir haben ein ganzes Jahr. So, oh, ich dachte, wir wären immer noch bei 6 Monaten. Ich habe schon ganz verzweifelt das Öl für super schlechte Preise verkauft. Aber egal, machen wir es so.
Da kriegen wir noch 500 zurück. Und wir haben das ganze Öl bekommen. Das ist super. Ja, okay, wir haben einiges an Strafen bekommen. Aber wir haben auch 3 Boni bekommen. Einmal vorzeitiger Rückzug, das gesamte Öl gefördert und verkauft. Es hat sich eigentlich nicht so krass angefühlt, aber es lief ziemlich gut, muss man sagen. Es lief extrem gut. Was zum Teufel? Was? Wir haben fast das Vierfache von Ricardo. Es lief extrem gut. Ha. So, eine Sache werden wir hier noch kaufen. Wir werden die nicht spielen, aber auf jeden Fall schon mal aussuchen. Ich glaube, da hinten ist eigentlich ein ganz guter Ort. Und natürlich nehmen sie es direkt weg. Ah, ist egal. Nehmen wir einfach den Platz dort. Kann ja nicht schaden. Können wir irgendwas upgraden? Schnelligkeit kann an sich nicht schaden. Oh, Tiefe. Stimmt, das wollten wir uns auf jeden Fall holen. Und Schnelligkeit. Maulwürfe sind eigentlich ganz interessant. Ich glaube, ich hole mir Maulwürfe. Bei Maulwürfen ist es so, die graben sich so in den Boden rein und decken dann so einzelne Felder auf. Ja, die Animation versucht das zu zeigen, aber es ist ein bisschen langsam. Ihr seht, da ist so ein einzelnes Feld. Wenn man einen Haufen von den kleinen Kerlen da hinpackt, dann ja, sammelt sich das quasi und dann sieht man ziemlich viel von der Map. Das ist eigentlich ganz interessant, 94 Cent. Ja, ich denke mal, wir nehmen das mit. Wir nehmen das mit. Und dann haben wir hier auch nichts mehr zu tun. Gut, das war's damit. Das war's mit der Folge. Wenn ihr mehr wollt, dann stimmt auf jeden Fall ab und stimmt auf Ja. Also wahrscheinlich heute oder keine Ahnung, morgen werde ich eine Abstimmung machen. Und wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann stimmt auf Ja. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.